wollen versuchen, die Ministerin zu bestechen. Vor einem Jahr hättest du nicht mal eine Sekunde über sowas nachgedacht. Aber jetzt bin ich allein für die Familie verantwortlich und für unseren Besitz. Ach, die alte Geschichte, wer macht korrumpiert? Wie es einen verändert, weil man plötzlich die Last der Verantwortung auf den Schultern fühlt? Ja, vielleicht ist das so. Und ich hätte mir so gewünscht, dass das bei dir anders ist. Aber eine Bestechung wird es mit mir nicht geben. Es ist allerdings noch etwas gefunden worden, das den Toten vielleicht identifizieren könnte. Riecht sich fast wie ein Vermächtnis. Das hier, das ist für meine Kinder. Siehst du das? Echte Tränen. Ich bin so berührt. Schade, dass deine Kinder das niemals lesen werden. Gibt's hier zu grinsen? Ich freue mich, dass es dir offensichtlich beschissen geht. Nur zu deiner Erinnerung. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ja, das mag schon sein, dass du recht hast. Und vielleicht sehe ich meine Kinder wirklich nie wieder, aber eins ist auch klar. Du gehst mit mir unter. Schau dich doch um. Wir haben kaum noch was zu essen und du kriegst schon Panik bei dem Gedanken, nur vor die Tür zu gehen. Seit Jessica dich gesehen hat. Ist ja auch kein Wunder, denn jeder hält dich für meinen Mörder. Du bist am Ende, du weißt es nur noch nicht. Es ist erst zu Ende, wenn ich es sage! Dann hol uns doch was zu essen! Ich habe nämlich Hunger. Und vielleicht gehst du bei der Gelegenheit gleich mal bei deinem Arzt vorbei und lässt dir ein neues Asthmaspray verschreiben. So viel du es die letzten Tage gebraucht hast. Halt die Klappe! Alles im Griff. Ja, das sehe ich. Quietsch, sagte das kleine Entchen und platschte in die Pfütze. Und dann planschte es mit seinen kleinen Flügeln, bis es... Bist du noch sauer auf mich? Was denkst du denn? Ja, ich weiß, es ist ja... Vergiss alles, was ich gesagt habe, okay? Heißt das, du willst die Wirtschaftsministerin doch nicht bestechen? Wir versuchen es anders. Ich habe gerade mit ein paar Umweltschützern telefoniert und, die prüfen jetzt, ob es Gründe gegen den Zubringer gibt. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere unter Artenschutz gestellte Tier im Westforst. Das klingt viel besser. Er hat heute wieder ganz doll gehustet. Vielleicht ist es doch alles ein bisschen viel Stress für ihn. Wieso? Max ist doch ein ganz entspannter Typ. Ja, aber jetzt ist er auf Königsbrunn. Gleich schleppe ich ihn wieder zu Jesse in die WG. Vielleicht ist das für ihn stressiger, als wir denken. Dann reichen wir ihnen immer ab jetzt weniger rum. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber wie willst du das anstellen? Das kann ja nicht so schwer sein. Ich lass mir was einfallen. Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie es im Nolliwenz läuft, seit Olli in Afrika ist. Gut. Sascha, Anni und ich, wir teilen uns die Schichten. Jeder geht noch nebenbei arbeiten. Das ist stressig, aber es läuft gut. Also ich finde es toll, dass ihr Olli da so den Rücken frei haltet. Ehrensache. Ich finde nur diese ganz großen Nummern, die sind einfach noch zu viel für uns. Was meinst du mit großen Nummern? Naja, sowas wie diese Afterwork-Partys. Die für heute habe ich schon mal abgesagt. Dann kann die Afterwork-Party ja starten. Oh. Sieht so aus, als ob du alles im Griff hast. Hey, I'm the man. Natürlich habe ich alles im Griff. Hast du auch Bier bestellt? Da ist nicht mehr viel da. Auf so Afterwork-Partys wird doch eh nur Sekt getrunken. Das müsstest du doch wissen. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Mit Andi Fritsche geht nie was schief. Geiles Teil. Vielen Dank. Wenn du Bock hast, komm doch heute Abend ins No Limits. Ist mein Laden. Ach, bring ein paar Kumpels mit und ich schmeiß ein paar Runden alt. Ja? Ja. Geil, Alter. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Und jetzt musst du wahrscheinlich gleich los ins No Limits. Eigentlich würde ich lieber noch mit dir in Ruhe einen Kaffee trinken. Ich muss den Laden doch nicht alleine schmeißen. Also ich finde es toll, dass eure Zusammenarbeit so gut funktioniert. Ja. Kommunikation ist alles. Ah, also dann, deux cafés? Oui.
So kann es nicht weitergehen. Gib auf. So alle glauben, dass du mich entführt und nach der gescheiterten Lösegeldübergabe umgebracht hast. Wir müssen jetzt Sebastian anrufen. Nein! Aber du brauchst Geld, um zu verschwinden. Denk doch mal nach, solange du auf den Fahndungslisten ganz oben stehst, kommst du niemals an dein Erbe ran. Aber ich kann dir helfen. Eigentlich sind wir uns doch gar nicht so unähnlich. Wir haben beide den Menschen verloren, den du meinst. Hör nicht auf, so einen Scheiß zu reden! Du hast meinen Vater noch umgebracht! Ich verstehe auch, dass es dir schlecht geht. Ja, wirklich, ich höre dich doch jede Nacht, wie du rumläufst. Du hast seit Tagen kaum geschlafen, dann fast nichts gegessen, wenig trinken. Ich weiß doch... Du weißt gar nichts! Zu. Ich will dir nur helfen. Wir müssen uns beide jetzt helfen, damit wir aus dieser Nummer hier lebend rauskommen. Sei still! Sonst lasse ich dich hier verrotten. Geh ganz ruhig. Nochmal. Ich kann dir helfen. Ich besorg dir einen neuen Pass. Halt endlich die Klappe! Eigentlich bist du schon tot. Oh Gott, war das anstrengend. Sag mal, hört dieser Husten eigentlich auch irgendwann mal wieder auf? Ja, ich habe eben auch schon mit Hagen gesprochen. Na, vielleicht ist das doch alles ein bisschen viel Stress für Max. Ach, was? Ein bisschen Stress ist doch gut. Ich bin auch viel rumgekommen und es hat mir geholfen bei meiner Entwicklung. Was ist denn das? Der Mann mit den Lösungen hat zugeschlagen. Junges Glück braucht Sicherheit. Denken Sie jetzt an die Zukunft Ihrer Liebsten. Ist Hagen jetzt unter die Versicherungsvertreter gegangen? Macht sich eben Sorgen. Harvard Elite Universität. Sichern Sie Ihrem Kind schon jetzt die bestmögliche Ausbildung? Das ist nicht sein Ernst, oder? Er macht sich eben Sorgen. Maxi kann noch nicht mal richtig sprechen und wir sollen ihn an der Elite-Uni anmelden? Das soll nur so Absicherung sein. Was ist, wenn Maxi aber nicht studieren möchte? Wenn er Polizist oder Taxifahrer werden möchte? Maxi kann werden, was er will. Das sind nur Vorschläge. Das will ich aber auch hoffen. Ich habe da schon ein Wörtchen mitzureden. Ich weiß doch, wie Hagen tickt. Seitdem auf der Insel so viele Kokosnüsse auf den Kopf geplumpst sind. Hagen tickt schon gar nicht mehr so. Es passt wieder der Alte. Und wir setzen uns in den nächsten Tagen zusammen und dann entscheiden wir gemeinsam. Alles klar? Okay. Gut. Ich brauche noch mehr Kerzen, Justus. Ja. Es soll warm wirken, freundlich. Auf keinen Fall überladen oder protzig. Verstehen Sie das? Ich verstehe Sie durchaus, aber ich kann doch nicht, also unter Umständen werde ich lügen müssen. Ja, ausnahmsweise. Das widerspricht meinen sämtlichen Prinzipien. Wo die Lüge wohnt, da flieht das Glück. Es dient einem sehr guten Zweck, Justus. Oh, wie schön. Was hast du denn vor? Elisabeth, ich plane hier eine kleine Überraschung. Und Justus ist mein Assistent. Ja, ich werde mein Bestes geben. Justus, eins noch, ich brauche Blumen. Bestimmte Blumen. Orchideen? Obwohl, es gibt auch sehr schöne Lilien. Nein, nein, Danas Lieblingsblumen. Ein Strauß Vergissmeinnicht, kriegen Sie das hin? Vergesse ich nicht, sehr wohl, Graf Lahnstein. Es läuft wieder richtig gut mit Dana und dir, oder? Jeden Tag besser. Schön, das freut mich, dass Dana, Maximilian und du das jetzt doch eine richtig kleine Familie werdet. Ja. Danke. Du willst mich nicht töten und weißt du auch warum? Weil du genau weißt, dass ich recht habe. Wir haben beide genau das Gleiche erlebt. Du hast deinen Vater verloren, ich habe Eva verloren. Und jetzt sind wir in einer beschissen ausweglosen Situation. Und eigentlich kann uns nur noch ein Wunder retten. Und irgendwie, ich glaube nicht an Wunder. Und deswegen... Verdammte Scheiße, es hat ja auch lange genug gedauert. Kannst du mir einen Gefallen tun und beim Verrecken nicht allzu viele Geräusche machen? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich will doch mal sehen, ob ich noch meine Kinder wiedersehe. Du hinderst mich jedenfalls nicht. Blöde. Au! Ah, verdammt noch mal! Ah.
Alexa? Alexa? Hey! Hey! Schau mich, hör zu. Ich kenne mich mit deinem Scheißasthma nicht aus, also sag mir, was ich machen muss. Tasche. Tasche? Lippenbremse? Gut, Schatz. Okay, okay. Komm her. Aufrichten, aufrichten. Atmen, atmen. Okay, komm, ich hab dich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön weiteratmen. Hey, Lili. Hi. Du, sag mal, bist du dir sicher, dass ihr mich heute Abend und morgen tagsüber braucht? Weil ich hätte da einen echt wichtigen Termin. Und wenn ich dir jetzt nicht freigebe, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich hätte dein Glück zerstört, oder? Könnte passieren. Komm, zisch ab, es ist eh nicht viel los. Supi, danke. Mmh. Zwei alt. Ja, kommt sofort. Ein geiler Laden, hm? Ja. Das wird eine super Party. Ihr wisst aber schon, dass die Afterwork-Party heute abgesagt ist, oder? Moment, hat hier jemand was von der Pussy-Party gesagt? Prost. Pussy-Party. Kommt denn dieser ganze Prosecco her? Lippenbremse, ja? Weißt du noch, wie das geht? Ja? Du atmest durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und du presst die Lippen aufeinander. Kannst du das? Kriegst du das hin? Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, du musst ruhiger werden. Jetzt komm schon, komm. Kannst du an was Schönes denken? Denk an irgendwas Schönes. Irgendwas, Kindheit, was weiß ich. Irgendwas, fällt dir was ein? Baumhaus. Du hattest ein Baumhaus. Okay, okay, gut. Wer hat es gebaut? Du, dein Vater? Mein Vater und ich. Okay. Ihr habt das zusammengebaut. Das klingt schön. Erzähl mir mehr. Es hat da ein Glasdach. Und wir haben in der Baumkrone gelegen. Und in den Himmel geguckt. Er hat mir die Sterne erklärt. Solange bis ich eingeschlafen bin. Das klingt schön. Ganz ruhig, hey, es wird besser. Gibt's sonst irgendwas, was dich an deinen Vater erinnert? Irgendwas Schönes? Irgendwas danach? Erzähl's mir. Was ist das? Familienerbstück? Von deinem Vater. Okay, komm, es wird besser. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. 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 Ich brauche echt dringend ein Date. Ich muss regelmäßig knutschen oder zumindest flirten, sonst werde ich ganz wuschig im Kopf. Woher weißt du das? So. Du, setz dich jetzt hin. Entspannst dich. Mhm. Ich mach die Wäsche. Oh. Oh. Hallo? Hey. Guten Abend, Frau Wolf. Jessica. Ich soll sie entführen.
Quasi. Also ich, ich soll Ihnen das hier bringen. Und das hier, damit Sie, Das ist eine Beschreibung quer durch den Lahnsteinforst. Ganz recht. Verstehe nicht. Graf Lahnstein hofft an einem geheimen Ort seiner Wahl auf Ihre Gesellschaft. Na toll. Du poppst mit Hagen im Wald und danach dreht er dir irgendwelche Versicherungen an. Jessica! Was denn? Ich weiß doch, wie das läuft. So ein paar Kerzchen, dann Kuschelsex, dann labert Hagen dich voll und Maxis halbe Zukunft ist verplant. Nein. Ich werde Hagen klipp und klar sagen, dass wir hier keine Entscheidungen ohne dich treffen. Wir machen nichts ohne dich, okay? Außer poppen im Wald. Versprochen. Kannst du doch die Wäsche machen? Du bist ein Schatz. Viel Spaß. Ein. Ja, komm sofort. Hey, Süße. Hey. Was ist denn das für ein Publikum hier? Auf Ollis Afterwork-Party sind doch normalerweise mal BWL-Studenten und so Büro-Heinis. Hey, jetzt mach mich nicht schwach. Hat Sascha dir nicht gesagt, dass die Afterwork-Party gecancelt ist? Was? Ja, wie was? Hey, Rohstoff, wo bleibt mein Alt? Kommt! Ich hab gedacht, wir kriegen die Vertretung auch so hin, ohne fette Events. Naja, so fett ist das ja nun auch wieder nicht, aber hättest du mir das denn nicht vorher sagen können? Du predigst doch immer, Kommunikation ist alles. Ja, hat Sascha dir denn nicht gesagt, dass es gecancelt ist? Hätte ich sonst kistenweise Prosecco gekauft? Okay, dann ist wenigstens das geklärt. Aber du hast schon recht, da sind überhaupt keine Afterwork-People. Wo kommen die denn her? Hey, Sacco! Bäh! Hast du ganz schön Werbung gemacht. Cool. Na, das läuft ja. Wäre das dann auch geklärt. Besser? Das Leben gerettet. Warum? Ja. Du hast mir auch das Leben gerettet. Ich würde mal sagen, wir sind quitt. Danke. Scheiße aus. Ich glaube, du solltest nur Runde schlafen. Das sind, glaube ich, nicht das Schlafmangel hilfreiches bei Asthma. Okay. Ich leg mich nebenan hin. Aber nur eine halbe Stunde. Keine Tricks, okay? Jetzt komm schon. All inclusive. Kein Handy, das ständig nervt. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich hier abhauen wollte. Gefällt's dir? Hagen, das ist... Zu kitschig? Überhaupt nicht. Genau richtig. Hm.
mit allem, was du gesagt hast. Manchmal, wenn ich etwas will, dann greife ich jetzt zu Mitteln, an die ich früher nicht mehr gedacht hätte. Ich bin nicht mehr der Hagen, der vor einem Jahr weggegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für dich ist, aber du bist trotzdem zu mir zurückgekommen. Weil ich dich liebe. Du hast mir oft den Weg gezeigt. Auf der Insel, auf dem Floß. Ich war so oft kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber immer wenn ich gedacht habe, jetzt schaffe ich es nicht mehr, jetzt ist es vorbei, habe ich dein Gesicht vor Augen gehabt und wusste, ich darf nicht aufhören zu kämpfen, weil ich zurück nach Hause wollte, zu dir. Ich will das nicht mehr erleben. Morgens aufzuwachen und nicht als erstes dein Gesicht neben mir zu sehen. Dana Wolf, willst du meine Frau werden? Noch einmal? Aus Nachhaltigkeitsgründen wollte ich eigentlich den alten Ring nehmen, aber dann konnte ich doch nicht widerstehen. Ja, ich will. Der ist besetzt. Zeit für einen Neuanfang. Die müssen jetzt warten, bis es wieder amtlich wird. Ich will dich nie wieder verlieren. Dass du wieder da bist. Und ich hatte so Angst, dass es dich nicht mehr gibt. Genau darüber will ich mit dir reden. Hast du dir die Broschüren, die ich dir gegeben habe, nochmal angesehen? Wir beide, wir wissen, wie schnell das alles gehen kann. Es ändert sich von heute auf morgen. Und als ich weg war und ihr plötzlich ganz auf euch alleine gestellt, das soll nicht nochmal vorkommen, verstehst du? Jessica findet das alles ein bisschen übertrieben. Wieso? Was ist so schlimm an mehr Sicherheit? Jessica hat Angst, dass wir Entscheidungen über ihren Kopf hinweg treffen, die Maxi angehen. Tun wir das? Eben. Jessica will auch nur das Beste für Maximilian. Genau wie wir. Bleib stehen, sonst. Sonst was?
Du drückst nicht ab. Wenn ich hier unten sterbe, gehst du für sehr, sehr lange Zeit in den Knast. So blöd bist du nicht. Ja? Du hast ja auch gar keine Angst. Doch, die hab ich. Genau wie du. Aber vor mir musst du keine Angst haben. Schon besser. Rüber. Okay, du wirst es mir hoffentlich nicht übel nehmen, aber trotz All Inclusive kann ich dein kleines Ferienparadies leider nicht weiterempfehlen. Hans, bitte. Ach, komm schon, nicht schon wieder. Vergiss es. Ich bin die Geisel hier und nicht dein Erste-Hilfe-Heini, okay? Meinetwegen kannst du hier unten verrecken. Das war echt eine beknackte Idee. War es nicht. War es wohl. Du hättest uns das sagen müssen. Ich meine, das Zauberwort heißt Kommunikation. Warum hast du Fritsche nicht gesagt, dass du die Party absagst? Warum hast du es ihm nicht gesagt? Bin ich mit ihm zusammen oder du? Mann, was regst du dich überhaupt so auf? Wir machen gerade einen Bombenumsatz. Der wahrscheinlich für die Renovierung draufgeht, weil die Typen alles kurz und klein schlagen, wenn sie keinen Biernachschub bekommen. Ach, mit denen lässt sich reden. Ich kenne die meisten von denen. Außerdem, wir haben doch jetzt Nachschub, oder nicht? Super, erst haben wir eine Tanke leer gekauft und jetzt plündern wir sogar schon unsere eigenen Vorräte. Keine Zwischeninvestition, das zahlt sich aus. Fragt sich nur für wen. Los, komm, wir können Andi da nicht so lange allein lassen. Ich komm da nicht ran. Ich auch nicht. Ja, hopp. Ruhig atmen. Gleichmäßig. Ein, aus. Ein, aus. Ganz ruhig atmen, Ansgar. Ein und aus. Hast du eigentlich mal bei diesem Lieferanten angerufen? Wegen der neuen Lampen für die Stelle? Zweimal, ja. Die sollten Ende der Woche da sein. Ach komm, das hat er schon vor 2 Wochen gesagt. Wir sollten da anrufen und stornieren. Was machst du denn? Kannst du dich jetzt auf die Arbeit konzentrieren? Wir sollten dann Pizza sein und das verlorene Jahr nachholen. Das können wir schon machen. Das ist deine Pferdezucht, die nicht in die Gänge kommt. Hallo, ich wusste nicht, dass hier, Entschuldigung. Ich wollte nur kurz ein paar Unterlagen holen. Lasst euch nicht stören. Okay. Ach so, wenn ihr kurz die Position ein bisschen wechseln. Danke, ich gehe dann wieder. Es gibt Neuigkeiten. Wir heiraten. Herzlichen Glückwunsch, ich wusste es. Dann seid ihr ja bald wieder eine richtige Familie. Ja. Hey, dann komme ich ja genau richtig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jessie, was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich nur den kleinen Frosch abholen, denn Maxi konnte nicht ohne ihn einschlafen. Aber jetzt auf dem Weg hierhin ist er dann doch schon ohne eingeschlafen. Ich freue mich sehr für euch. Ist wahrscheinlich schon alles klar, oder? Mit den Papieren und so? Es ist nichts beschlossen, es bleibt alles wie bisher. Was? Schon klar. Also, ich freue mich für euch. Schönen Abend noch. Hey. Marlene, wenn du vielleicht... Ja, ich bin dann weg. Sorry. Bitte? Okay, Kumpel, mach schon mal dein Testament. Wir sitzen komplett auf dem Trockenen. So, mit denen lässt sich sicher gut reden. Nach dir. Noch! Dann mehr Gas, Leute!
Also Bier ist alle. Probier das hier mal. Das ist ganz feines Zeug. Bitteschön. Okay, Leute, das war's. Ende im Gelände. Mann, was machen wir denn jetzt? Mein Glas ist schon wieder leer. Saftladen. Sascha, du hast die Truppe hier angeschleppt, also bist du die auch wieder los. Ich hab gesagt, das ist ein Kumpel von mir. Ich regel das. Yes, let's go! Die Feier ist aus. Was? Wir machen Dates, es gibt nichts mehr zu trinken. Wohl, wenn man einen auf Gutmensch macht. Ich schätze, dafür muss man geboren sein. Verdammt nochmal, kannst du deinen Triumph nicht einfach still genießen? Das könnte ich schon. Aber warum sollte ich? Ich hab dir das Leben gerettet. Ach, komm wieder runter, ich dir doch auch. Und wenn du ab jetzt schön brav bist, dann lasse ich dich auch am Leben. Wie hast du das überhaupt geschafft? Wie denn so empfindlich sein? Ist ja ganz schön einfallsreich. Für einen Grafen, dem sonst sein Hintern auf dem Silbertablett hinterhergetragen wird. Muss jetzt wohl aufs Nummer sicher gehen. Los, aufstehen. Aufstehen! Vertraut. Du hast es verspielt. Lass dich keinen Moment mehr aus den Augen. Du bist jetzt ganz in meiner Hand. Lehn dich zurück und genieß es. Die Nanny wartet schon. Kein Problem, wenigstens kommst du ja noch selbst. Wenn dein zukünftiger Ehemann und du das nächste Mal verpennt, dann kommt wahrscheinlich ein Chauffeur vorbei und holt Maxi zum Elite-Kindergarten ab. Fängt das jetzt schon wieder an? Ich weiß es nicht. Ich werde ja immer erst hinterher informiert. Jessie, was auch immer du dir da gerade einredest, es stimmt nicht. Dana. Hagen schickt dir Broschüren für alle möglichen reiche Leute, Kinderquatsch. Er macht den Heiratsantrag, dann plant er... Was ist denn bitte so schlimm daran? Die richtige Frage wäre, wer stört dabei? Ich? Oh. Dana, ich passe nicht in eure kleine Adelsfamilie, bei der das Kind vom ersten Lebensjahr an von irgendwelchen Hauslehrern zu Hause erzogen wird, damit er dann genauso stocksteifer Schnulli wie der Rest der Lahnsteins wird. So ist das nicht. Jetzt beruhig dich doch bitte mal. In unserer Familie wird gar nichts entschieden, ohne dass alle einverstanden sind, okay? Keine Versicherungen, keine Zukunftspläne, keine Schulkarrieren. Nichts. Kapiert? Was sollten dann die ganzen Alleingänge? Der supergeheime Heiratsantrag? So ein Heiratsantrag ist nun mal viel romantischer, wenn man dabei zu zweit allein ist. Marlene hat es aber trotzdem vor mir erfahren. Man muss ja zugeben, dass es von Hagen jetzt schon ein bisschen plötzlich war. Hagen hat einfach Angst, dass nochmal was passiert. Er will Sicherheit und das kann man doch auch verstehen. Ich meine, er wäre beinahe gestorben. Ja. Siehst du, Hagen lädt uns nach Königsbrunn ein, auf einen Kaffee. Und du bist ausdrücklich erwünscht. Oh, Hagen, halt an, halt an. Anstopp! Oh Gott!
Gott. Ach, ich freue mich für euch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin froh, dass sie ja gesagt hat. Ja, oh Gott, die Verlobungsfeier. Also, die müssen wir... Nicht nötig. Ich werde mich direkt an die Organisation der Hochzeit machen. Wir werden so schnell wie möglich heiraten. Ja, ihr hattet es ja damals schon sehr eilig, aber jetzt habt ihr doch alle Zeit der Welt. Dana liebt mich, sie will mich heiraten. Ich würde am liebsten nicht mal bis morgen warten. Sobald ihre Scheidung von Jessica durch ist, geht's los. Ja. Verzeihung. Graf, die bestellten Gerätschaften sind soeben eingetroffen. Gerätschaften? Mein Sohn hat doch diesen Husten. Ich werde ihm ein Spielzimmer mit Trockensalzvernebelung einrichten. Die Anlage kommt aus der Schweiz, soll Wunder wirken. Ach, großartig, großartig. Also das heißt, Maximilian und Dana ziehen hier zu dir aufs Schloss? Das ist doch selbstverständlich. Ich will ja mit meiner Familie zusammenleben. Ja, und was sagt Jessica dazu? Ich hoffe, sie freut sich. Maximilian gehört hierher, er ist ein Lahnstein. Ja. Also, ich hatte ehrlich gesagt bisher nicht den Eindruck, dass den beiden Maximilians Zukunft als ein Lahnstein so besonders wichtig war. Das wird sich jetzt ändern. Justus, wir bauen die Anlage im Westflügel auf. Hm? Bella, hilfst du mir mal hier vorne? Hinter der Theke können wir auch später sauber machen. Können wir nicht. Hier hat irgend so ein Boxerspacko Saft ausgeschüttet. Das klingt alles wie Sau, ey. Wir müssen den Laden wieder aufmachen. Da ist es wichtiger, dass es hier vorne picobello aussieht und nicht, ob wir hinter der Theke auf Socken tanzen können. Weißt du was? Ich wollte nur helfen. Aber wenn du eh alles besser weißt, dann machst du es am besten auch alleine. Super, ich trotze. Wir haben geschlossen. Wie sieht's denn hier aus? Ja, sag mal, deshalb habt ihr auch noch nicht offen. Du hast aber ein ganz schönes Pfeilchen. Ich? Nein, ich, ach so. Sag, habt ihr den Helmke schon angerufen? Frank? Ich meine, wenn eingebrochen wurde, ist er genau der richtige Mann. Tja, Charlie, es gab keinen Einbruch. Das haben wir alles Sascha zu verdanken. Der hatte hier so eine wilde Horde mitgebracht und die hatten Lust zu feiern. Naja, und das Ergebnis siehst du jetzt. Andi? Hey, ich kann nichts dafür. Wenn du jemanden zusammenpfeifen willst, dann schnapp dir Bella und Sascha. Wie du siehst, lassen die mich ja auch ganz alleine hier zurück mit diesem Mist. Andi Fritsche, mitkommen. Also, ich höre. Gott, noch mal. Macht vielleicht mal einer von euch den Mund auf? Warum sieht es im No Limits aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte? Wie im Kindergarten. Ich habe ja gesagt, dass wir noch nicht bereit sind für eine große Veranstaltung. Veranstaltung? Ich habe keine Ahnung, dass die Art das Party eine Party war. Die hätte für die brauchen wir nur mal Bier gehabt. Hey, stopp, stopp, stopp! Ihr habt Olli versprochen, dass ihr euch um seinen No Limits kümmert, während er weg ist. Und er verlässt sich jetzt drauf. Aber wenn das so weitergeht, dann gibt es kein No Limits mehr. Weil ihr den Laden mit eurer mangelnden Koordination in die Pleite getrieben habt. Reißt euch gefälligst zusammen. Bis Olli wieder da ist, muss einer von euch das Kommando übernehmen. Und die anderen halten sich an seiner Entscheidung. Spürt ihr das? Holt noch mal Tiefluft. Also ich merke gar nichts. Ein paar Minuten Salzluft sind wie ein Tag am Meer. Zumindest schadet es nicht. Das wirkt Wunder gegen Husten, glaub mir. Hättest du uns jetzt nicht mal vorher fragen können, bevor du sowas einbauen lässt? Ich dachte, wir testen die Anlage erst mal. Sonst wissen wir doch gar nicht, ob sie was taugt. Genau wie dieser ganze Karriereplan, den du entworfen hast. Junges Glück braucht Sicherheit. Schicken Sie Ihr Kind sonst wohin? Das sind lediglich Angebote. Ich will uns alle absichern. Also, ich finde das komplett übertrieben. Hier so eine riesige Anlage einbauen zu lassen für die paar Mal die Woche, die Maxi da hat. Vielleicht ist genau das das Problem. Denk doch mal nach. Die Luft hier ist viel besser als in der Innenstadt. Er muss nicht dauernd rumgereicht werden. Es gibt immer Kinderbetreuung. Und gerade ist ein Stock im Hintern. Maximilian hat Asthma, wir müssen was dagegen tun. Er sollte richtig nach Königsbrunn ziehen. Muss mir helfen.
Was ist? Ich krampf im Bein. Ach, danke. Du hättest gestern einfach gehen können. Das hätte ich auch gemacht, wenn ich geahnt hätte, dass dein Asthmaanfall nur eine kleine Theatereinlage ist. Wieso bist du geblieben? Weil ich im Gegensatz zu deinem Vater kein Mörder bin. Mein Vater ist kein Mörder. Ach so? Er hat auf mich geschossen und es war ihm scheißegal, dass Eva halt zwischen uns stand. Mein Vater war alles, was ich hatte. So? Eva war alles, was ich hatte. Aber wir drehen uns im Kreis. Die Frage ist doch, wie es jetzt weitergeht. Gar nicht. Du hast dich entschieden, hier zu bleiben. Bei mir. Da macht es dir doch bestimmt nichts aus, hier mit mir zu sterben. Und so schlimm war das doch jetzt gar nicht. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Hagen hat halt gedacht, er tut uns und Maxi was Gutes. Wenn er überhaupt nachgedacht hat. Trockensalzvernebelung, der hat sich das Gehirn vernebelt. Das kann wirklich helfen. Jetzt, man gibt der Sache doch mal eine Chance. Weißt du, genau so war das doch die ganze Zeit während der Schwangerschaft auch. Ihr beide wisst immer am besten, was gut für mein Kind ist. Entschuldigung, Jessica, lass aber ich bin wirklich einfach der Meinung... Ich weiß ganz genau, was hier abläuft. Aber ihr werdet mir nicht so einfach mein Kind wegnehmen. Ab jetzt. Maxi Schlossverbot. Thank you.